alles, wo befinden wir uns, was sind unsere Vorteile. In Hauptstetten-Weiersbach ist im Juni 2019 das Programm für das vierte deutsch-chinesische Wirtschaftsforum vorgestellt worden. Erstmals wird es in diesem Jahr in China stattfinden. Geplant ist eine 12-tägige Delegationsreise, um Kontakte und Geschäftsbeziehungen zu knüpfen, die vom 19. bis 31. Oktober 2019 geplant ist. Das Ziel des Wirtschaftsforums ist unter anderem, mittelständische Unternehmer aus Deutschland in Kontakt mit chinesischen Industrie- und Handelspartnern zu bringen. Das ist eine Wirtschaftsreise für kleine mittelständische Unternehmen, die wir führen. Das sind vor allen Dingen aber auch für Unternehmer gedacht, die noch keinen Bezug zu China haben oder die vielleicht von ihrer Größe zu klein sind, um selbst nach China zu gehen. Ja, man kann natürlich nicht mit seinem Produkt alleine nach China gehen und sagen, hier bin ich. Ja, man braucht einen Partner an seiner Seite. Für diese Unternehmer ist diese Reise gedacht. Dann natürlich, klar, wird unser Kulturfest wird dieses Jahr Ende August stattfinden. Das wird dieses Jahr 3 Tage gehen. Wir werden 2 Tage hier im Augarten feiern und werden einmal auch in Idoberstein sein, im Stadttheater. Wir werden dort ein Kinderkulturfest stattfinden lassen. Das sind aber noch die 2 Hauptevents. Ja. Und dann, klar, eine Vielzahl von kleinen Veranstaltungen, sei es von den Schulen hier, in denen wir vertreten sind, die aber dann mehr oder weniger oftmals dann spontan auf Zuruf dann auf uns zukommen. Ja. In China wird es sich neben den Besuchen von unterschiedlichen Unternehmen bei dem Wirtschaftsforum um 4 ausgewählte Kernthemen drehen. Wir haben dort insbesondere den Bereich Maschinenbau, wir haben den Bereich Tourismus, wir haben den Bereich Umwelttechnologien und Elektronik. Für uns ist es dabei besonders wichtig, dass wir auf eine sehr konkrete Projektebene herunterkommen und dort kleine mittelständische Unternehmen zusammenbringen, respektive ihnen Projekte, die uns die Provinzregierung anbietet, in diesen Projekten direkt dort Zugriff haben könnten mit eigenen Angeboten. Im Nationalparklandkreis Birkenfeld leben derzeit rund 800 Chinesen. Bevor die Unternehmer mit ihren Familien jedoch in die Housing vom Oak Garden einziehen konnten, musste in privatwirtschaftlicher Alleinarbeit viel Geld in die ehemalige US-Housing gesteckt werden. Bedeutung für den Landkreis Birkenfeld hat zunächst die Anlistsiedlung selber. Sie haben gehört, 30 Millionen Euro Invest. Wir haben hier rund 800 chinesische Menschen, die ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, sie gehen einkaufen, sie kaufen Autos, sie kaufen zunehmend auch Wohnhäuser. Und wir haben jetzt den Status der Vernetzung von Unternehmen miteinander. Hatten wir bisher in China Werbung gemacht für den Standort Landkreis Birkenfeld, so gehen wir jetzt in die, Vernetzung der Unternehmen mit chinesischen Unternehmen. Und das bringt natürlich auch wieder unsere Region, unsere Unternehmen aus der Region in den asiatischen Markt. In den vergangenen Jahren haben die Wirtschaftsförderungen vom Kreis Birkenfeld und die beteiligten Unternehmen auch ein positives Feedback von den vorangegangenen deutsch-chinesischen Wirtschaftsforen mitgenommen. Da haben wir mitgenommen, dass die Unternehmer merken, dass im asiatischen Raum sehr viel auf das Thema Netzwerk Wert gelegt wird. Das heißt, es wird sehr viel Wert darauf gelegt, Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Das merken sie an einem ganz einfachen Phänomen, Pausen bei chinesischen Foren sind immer weitaus länger als in Deutschland. Das bedeutet aber nicht, dass man Kaffee trinkt, sondern dass man möglichst viele Menschen kennenlernt, die ähnliche Geschäftsinteressen haben wie man selbst. Das vierte deutsch-chinesische Wirtschaftsforum findet am 19. bis 31. Oktober 2019 erstmals in China statt. Und auf dieser, auf dieser anfänglichen Vision, auf dieser Idee ist ja mittlerweile